Wenn man Biologie in Gießen studiert, wird man mit allen Facetten der Biologie in Kontakt kommen. Sie werden mit Geräten wie Elektronenmikroskope, konfokale Laserscan-Mikroskope, mit hochwertigen Analysegeräten umspringen. Sie werden Gensequenzen analysieren. Also es gibt eine gewaltige Bandbreite von Sachen, die Sie in der Biologie lernen. Ich fand Anatomie und Systematik von Pflanzen und Tieren, das ist ein Modul. Das war sehr interessant. Da hat man wirklich Grundlegendes von Tieren und Pflanzen, was man vorher noch nie in seinem Leben gehört hat, hat man wirklich dann mal klar vor Augen geführt bekommen. Und das auch noch mit einer sehr humorvollen Art und Weise von den Dozenten. Für den erfolgreichen Unterricht ist es natürlich sehr wichtig, dass auch die Kolleginnen und Kollegen selber diese Funke der Biologie versprühen können. Wobei man sagt, hinterher, das hat sich total gelohnt, bei dieser Vorlesung höre ich gerne zu, in diesem Praktikum bin ich motiviert worden und das macht letztendlich so ein Studium attraktiv. Ich würde unglaublich gerne in die Forschung gehen. Was ich sehr schön fand, ist, dass ich hier zum Beispiel Meeresbiologie machen kann, obwohl hier überhaupt kein Meer in der Nähe ist. Ich mache mir viele Exkursionen in Wälder, Felder und lerne dabei die verschiedenen Tiere und Pflanzen kennen. Es ist nicht mehr so wie in der Schule. Man hat nicht mehr diesen Verband. Es kommen Leute von überall her. Man ist offener und man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen. Heutzutage gibt es sehr viele unterschiedliche Berufsmöglichkeiten, weil Biologie sowohl beim Landeskriminalamt gefragt ist, wenn es um DNA-Sequenzvergleichen geht, Täterbestimmung, Vaterschaftstest und so weiter. Eine von den Kandidatinnen ist tatsächlich Endredakteurin geworden im Programm Quarks & Co. Das ist tatsächlich viel Stoff, aber wenn man sich dafür interessiert, dann funktioniert das. Interesse ist das, was hier am wichtigsten ist, eigene Motivation.